Interessant. Mitteilung für die Anwohner, einige davon mehrere Monate alt. Kümmert sich denn niemand um dieses Gebäude? Diese Kameraperspektive, ne? Ich habe schon den Teil 1 gemacht. Ja, A können wir gar nicht betreten. Können wir einfach reingehen? Not way. Nope. Wenn du nur einen Vollstrecker hier hättest. Not way. No way. No way. Tja, wir sind Vaters Wohnung, ne? Zweite Etage. Ach, Jemini, soll ich jetzt hier alles durchprobieren oder was? Oh, ich kann überall einen Schlüssel probieren. Okay, das hat es jetzt voll gebracht, hier in dieses Treppenhaus zu gehen. Oh, ich hab Bock auf ein zweites Treppenhaus. Können wir ja auch noch rein? Ja, der geil. Nee. Oder? Not way. Die Tür klemmt. Na, dann lassen wir noch mal klemmen, die Tür. Ja, das war jetzt ein Rundgang hier, ne? Das sind drei Schlüsselsymbole in Block 2. Block 2? Was war denn? War das jetzt das Wohnhaus? So ist das Treppenhaus, ne? Ja, wir gehen mal direkt auf diese Tür zu. Das ist ja nicht die grüne Tür. Und schon wieder weiß ich nicht, wo es weitergeht. Ja, geil, du. Stimmt, da gab es eine verschlossene Tür, oder? Die hier, ne? Ne, dann war es die hier. Was haben wir denn jetzt? Also irgendeine Schlüssel müssen doch irgendwo hingehen da. Wasser. Desinfektionsmittel.
kannst das doch. Vielleicht wüsste die Wonsek, wie man diese beiden Elemente kombiniert. Ja, dann ruf sie. Vielleicht kann ich das zurückgebliebene Blut irgendwie sichtbar machen. Ich müsste Limoleum besorgen, oder? Das ist, was die Polizei benutzt. Vielleicht könnte ich so den Lagerraum mit dem Kleiderschrank und die Spieluhr finden. In den Innenhof gebracht? Der Kleiderschrank ist im Innenhof? Hier in dem Hof gibt es kein Zeichen für einen Schrank. Im Laden gibt es zwei Symbole. Ja, genau. Also ist echt rekordverdächtig, wie lange ich hier rumirre, ne? Weil man einfach nicht weiß so richtig, was man als nächstes tun soll. Ich gehe nochmal in den Laden. Weil da gibt es zwei Interaktionsmöglichkeiten. Zu einem ist dieses Teil mit den Münzen. Müsste ja hier drin sein, ne? Ja. Ich glaube schon. Ja. Ich möchte jetzt nochmal zu dieser Schublade. Wo war die? War die hinter der Treppe? Nee, du gehst schon richtig. Das Rätsel haben wir ja nur gelöst. Relativ schnell, also da war ich schon sehr überrascht, wie schnell ich mit dem Rätsel fertig war. Nee, ich brauche mal nicht mehr, denke ich mal. War doch irgendwo eine Schublade. Ja, ich glaube da hinten. Hinter uns. Da hinten, doch, hier. Sag mir nochmal, was du brauchst. Mit einem Sicherheitsschloss aus Stahl verschlossen. Ich hoffe. Kein Geld auf, es wäre nicht sicher. Ja, dann breche auf, wenn du weißt wie. Ach man. Ich würde mal eine Zähne machen.
Glücksbringer. Ich würde am liebsten in einer Welt leben, in der Polizisten keinen Schuh haben. Eine sehr, sehr gute Idee. Nee. Die will er hier nicht einsetzen. Ich überlege gerade krampfhaft, was wir noch machen können. Ist wieder genauso wie vorhin mit diesen, ja, mit den Magneten, ne? Ging denn die Tür hier hin? Boah, ich mag gerade Erschütterung bei mir selber. Das ist schon ein bisschen gruselig. Wo ging das eigentlich hier runter? Kann ich das nochmal sehen, wo es hier hinging? Ach, das war, glaube ich, in die Brühe, ne? War das gleich in das Wasser? Dreh mal dich, bitte Kamera, dreh dich mal. Na? Was? Vorhin war hier Wasser. Einen Schlüssel benutzen. Mhm. Oh. Ich fasse es ja nicht. Wir konnten den Schlüssel benutzen. Ja, geil. Geh mal rein. Lagerräume. Aha. Das ist doch schon mal sehr vielversprechend hier. Oh. Okay. Ist das Innenhofbereich? Ey, das wusste ich doch nicht. Ach Mann! Ach nö! Ach nö! Nun denn, Daniel? Dein Auftritt. Hätte ich doch vorher lauschen können? Habe ich das vergessen? Okay. Bin ich zu schnell? Rush ich zu schnell in die Türen rein? Ich weiß es nicht. So, Daniel, auf dich kommt es jetzt nun an, ne? Du bist der letzte Mensch hier und der letzte Protagonist, den wir uns jetzt leisten können. Wenn der jetzt weg ist, sind wir Game Over. Dann darf ich das Ganze nochmal von vorne machen. Wenn das wirklich so weit kommen sollte, werde ich das quasi solo spielen. Und dann einfach die Aufnahme wieder starten, wenn wir dann wieder an diesem Punkt sind. Aber nur, falls wir wirklich verkacken, ne? Kling, kling, da sind wir wieder. Nobody appears to be around. Ist das Ausrufezeichen?
Das ist so geil gemacht, ey. Also, erstmal schon riesen Respekt an die Entwickler. Also, sowas zu entwickeln, also ist wirklich, es macht wirklich einen Heidenspaß. Es macht einen Heiden, weil man auch seine Protagonisten verliert, ne? Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr geil. Da ich jetzt wirklich die ganze Zeit jetzt Angst habe, Game Over gehen zu müssen. Ich hätte heute. Oh, ich bin so blöd, ne? Nee, da gehst du mal nicht rein. Ich bin doch nicht lebensmüde. Notiz. Verdammt, Walter, was zum Teufel hast du getan? Ich habe auf der Treppe zum Block 4 Spuren von Schlamm gefunden, die zum Fenster im ersten Stock führen. Ich weiß, dass du es warst. Außerdem hast du den Griff am Fenster beschädigt. Bist du verrückt geworden? Ich habe den Hausmeister informiert, damit er so schnell wie möglich repariert wird. Ich weiß nicht, was zum Teufel mit dem Mädchen los ist und es ist mir absolut egal. Hör auf damit. Benimm dich. Am Ende stellt sich noch heraus, dass nicht hysterisch ist, was du behauptest, sondern dass du derjenige bist, der spinnt. Das ist das letzte Mal, dass ich meinen Arsch für dich aufs Spiel setze. Wer ist Walter? Das ist der Sicherheitsbeamte, ja, ne? Ende des Schichtberichtsdatum. Das ist der Sicherheitsbeamte. Es scheint keine kluge Idee, diese Sachen direkt neben den Stromzählern zu lagern. So sind Stromzähler aus, ne? Stromzähler. Normaler verschärfter Schraubenschlüssel, ziemlich nützlich. Das ist auch noch mal eine Tür. So, dass die zum Rausgehen, ne, wo wir reinkommen. Jetzt muss man schon genau lauschen, ne, um herauszufinden. Ach, schaut mal an. Der Schlüssel ist weg. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Interessant zu wissen. Was können wir jetzt mit diesen Schraubenschlüsseln machen? Können wir ihn kombinieren mit...
überhaupt keinen Sinn, ne, was sie da geschrieben haben. Erika, wir haben sie verloren. Och nee, du. Ach, das sind die ganzen Wohnungsblöcke. Sind da die Ersatzschlüssel von den ganzen Wohnungsblöcken drin? Ist das möglich? Ah ja. Nett. Wenn ich jetzt im Ufer gehe, ne? Es wird immer länger. Soll ich rennen? Was passiert hier? Irgendwo anders sind wir. Interessant. Renn ich richtig? Warum? So Leute, das war Song of Horror Episode 2. Wir haben komplett verschissen. Ja, wie gesagt, ich werde es jetzt so handhaben, dass ich jetzt alles, was ich jetzt erlebt habe, muss ich jetzt alles nochmal machen. Wenn ich an der Stelle wieder sein sollte, schneide ich das einfach dann weiter so als Folgen rein. So machen wir das. Ja, ich bin Game Over. Danke, Spiel. Vielen, vielen Dank. Ja, damit beenden wir jetzt erstmal diese Folge.